Hallo zusammen. Neben dem doch manchmal ein bisschen eintönigen Schulalltag sind wir heute bei so einer geilen Aktion wieder mal dabei von der KSW. Und zwar beim Speed-Dating. Genau. Vier Frauen von der G3 haben sich etwas ganz Spezielles einfallen lassen für ihre Projektarbeit. Und zwar eben Speed-Dating. Wir sind live für euch dabei. Also, ich bin jetzt hier mit der Sarah Koch, einer von diesen vier Organisatorinnen. Zuerst mal, war es schwer, die Kandidaten zusammenzufinden? Ja, also bei den Frauen haben wir gar kein Problem gehabt. Dort haben wir ganz schnell mega viele Anmeldungen gehabt. Aber bei den Jungs haben wir recht rumfragen. Wir wissen auch nicht genau, wieso, aber ja. Hat es viel Organisation gebraucht? Ja, schon. Wir haben uns mega viel überlegen, was braucht es überhaupt, um so ein Event aufzubauen. Wir haben das noch nie gemacht. Und es war interessant gewesen und es hat viel Zeit gebraucht. Also wir hoffen auch, dass es gut kommt. Ja. Und jetzt Speed-Dating, das ist eigentlich nicht gerade etwas, was man so an einer Schule erwartet, vor allem an der Kantonsschule. Ist das eure erste Idee gewesen? Habt ihr das schon lange im Kopf gehabt? Nein, gar nicht. Das war recht spontan gewesen. Wir haben einfach gedacht, dass wir uns in der Projektarbeit mit Körpersprache auseinandersetzen. Und dann sind wir halt irgendwie so drauf gekommen, dass wir das auch könnten, so wie analysieren, so an Personen, wenn sie sich daten. Und dann sind wir so drauf gekommen, ja. Okay, dann sind wir jetzt gespannt. Danke vielmals für das Interview. So, wir sind jetzt hier mit dem Alex. Er war letzte Woche beim Speed-Dating dabei gewesen. Und wir wollten jetzt einfach mal wissen, wieso hast du dort eigentlich letzte Woche mitgemacht? Ich habe gehofft, dass ich eine Frau kennenlerne, mit der ich auch mal rausgehen kann und vielleicht etwas Ernstes daraus wird. Und jetzt, eine Woche später, was ist das Fazit, was ist dabei rausgekommen? Ja, nichts. Also, es ist nichts passiert. Es war eigentlich nur ein Zweck für die Projektarbeit gewesen. Also es war nicht ernst gewesen in dem Sinne, dass es irgendwie so ein richtiges Speed-Dating war. Wir hatten auch nicht so viel Zeit, es waren nur 5 Minuten gewesen und ja. Man kann es trotzdem immer wieder probieren, oder? Es haben wunderschöne Frauen an dieser Schule. Ja, das mache ich sicher. Gut, danke vielmals für deine Zeit und eine schöne Woche wünsche ich dir. Dir auch, merci. Merci. Ja, hallo zusammen, ich bin Svenja Legal, ich komme von Singen und mir geht es gut. Also ich bin der André Meier, gehe in die F4A und mir geht es recht gut. Ich bin zwar ein bisschen müde, aber sonst ist alles gut. Ich bin Lara, ich bin 21 und mir geht es heute wunderbar. Hallo, ich bin Mela, ich bin heute ziemlich müde, weil ich die ganze Nacht durchgebastelt und Adventskalender gemacht habe. Aber ich bin fertig geworden und darum geht es mir eigentlich fabelhaft. Also, es ist lustig, die fragen mich, wie ich zu Weg bin. Ich habe heute Morgen jetzt so manchmal Erfahrung gemacht, weil ich die Leute gefragt habe, wie geht es euch? Jeder hat gesagt, nicht gut. Und so. Und dann bin ich im Wendepunkt hinein, das sind die Arbeitslosen. Da habe ich einen gefragt, der sagte, super. Da habe ich gesagt, endlich mal einen, wo es gut geht. Und mir geht es auch gut. Super, danke. Bonjour, alors moi je vais très bien, c'est très... Joli aujourd'hui parce que j'ai appris une nouvelle expression en allemand. Quand ça va bien, on dit ailleurs kuchen, Freude, Freude, ailleurs kuchen. Friede, Freude, ailleurs kuchen. Voilà, Madame Janine, je pense à vous. Merci, au revoir. Ja, also mir geht es heute eigentlich ganz gut. Ich bin pünktlich gewesen und wir haben schon ein Interview gemacht, also eigentlich relativ produktiv im Gegensatz zu anderen Tagen. Und ja, das wäre es eigentlich. Die zwei Herren arbeiten an unserer Schule. Wir wollten wissen, wie es ihnen heute geht. Wie geht es euch? Also mir geht es gut. Könnte besser sein. Ist kalt so, arbeiten draussen? Ja, schon ein bisschen. Ja, im Moment ist es gut. Diese Woche haben wir Glück gehabt. Gut, danke euch vielmals. Ich wünsche einen schönen Tag. So, und jetzt haben wir noch einen coolen Tipp für euch. Und zwar dieses Jahr gibt es einen anderen Adventskalender an der KSW. Mathe-Lehrpersonen Frau Peter und Frau Vogt haben nämlich einen Adventskalender gemacht, wo jeden Tag ein Rätsel gelöst werden kann. Genau, das Rätsel müsst ihr bis um 12 Uhr gelöst haben und das nachher an advent.ksw.ch schicken. Am 23. Dezember, das ist dann der letzte Schultag, werden 2 Kinogutscheine unter verlost unter allen richtigen Lösungen. Genau, den Kalender den findet ihr im ersten Stock vom Hauptgebäude zwischen dem Lehrerzimmer und dem H123 oder wer es lieber online hat, auf Internet zu finden. Und keine Angst, wir zwei sind auch nicht so die Mathe-Schneis, aber auch wir probieren es uns gleich. Macht doch mit!
Hallo zusammen, wir kommen jetzt noch zu den News von dieser Woche. Es geht schon wieder auf Ende November zu und da gibt es wieder ein paar wichtige Daten für euch. Und zwar am Mittwoch, am 30.11. ist ein Vortrag über die Zukunftswährung Bitcoin. Also jeder, der wirtschaftlich interessiert ist, soll doch dort mal vorbeischauen. Und am gleichen Tag ist dann auch noch der Anmeldeschluss für die Abschlussprüfungen von der FMS. Also vergesst das nicht. Und auch nicht für die Schwerpunktfächer und Ergänzungsfächer für Kanti-Schüler. Das müsst ihr auch noch daran denken. Einen Tag später ist dann mehr so für die kulturell Interessierten gibt es ein Kanti-Kino. Romeo und Julia wird dort gespielt, von William Shakespeare natürlich. Und jeder, der dort Lust hat, vorbeischauen, macht doch das. Ja, dann sind wir schon am Ende der Termine. Für diese Woche noch eine ganz schöne Woche. Wir wünschen euch schöne Zeit.